Moin, moin, Leute. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Mittagspausenstream am Mittwoch. Wir haben die Live-Version 3.19.2 und zur Zeit, also und das heute wird die 25. Folge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Was wir heute machen, weiß ich noch nicht. Das schauen wir uns dann gleich mal ganz in Ruhe an. So. Da sind wir auch schon auf irgendeinem Raumhafen. Na komm, steh auf. Dann machen wir den Chat aus. Was trinken und essen muss ich gleich erstmal. Das machen wir dann gleich, wenn wir unten in der Lobby sind. Beziehungsweise gucken wir erstmal, was wir für Schiffe haben. Denn es könnte durchaus sein, dass jetzt die Schiffe vom Foundation Festival, die wir da hatten, beziehungsweise während dieses Free Flies, alle weg sind. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Ja, und da wären dann auch nur noch die Schiffe, die ich insgesamt habe. Kleben wir uns mal die Aurora hierher. Beziehungsweise. Ja, 4 Cargo, die hat 3 Cargo. Da schauen wir doch mal. Denn wir hatten ja in der Liste unserer Aufträge so einige schon erledigt, was Salvaging angeht. Und theoretisch könnten wir da ja mal so einen Salvage-Auftrag ohne eigentliches Salvagen annehmen. So. Freelancer. 200.000. Wie viel habe ich denn auf dem Konto überhaupt? Erstmal gucken. Haben wir es denn hier? Da haben wir es. Knapp 150.000. 150.000. Für eine Caterpillar. Für eine Freelancer. 20.000. Ja, aber da ist das kleine Schiff ja schon fast zu klein für. Wenn wir uns da eine Cutlass für heute leihen. Die kostet so, ich sag mal 40, 45.000. Schauen wir doch mal nach, was es hier eigentlich zu klein geben.
in der Raffinerie. Was sagt der Leim? Boah. Ein Tag, 34.000. Ja. Dann nehmen wir das Schiff doch mal. Firmen wir das Ganze. So. Nicht entschieden. Einmal splitten. Hand nehmen. Management just wanted to make a general announcement to check your valve systems. We've been noticing leaks in processes. Immer in die Hand. Spring. Need a hazmat team to head down to the subdeck. We got a chem spill. Auf. Plötzliches Auftauchen des Bett. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. So, ich muss hier noch mal eben. Kamera noch mal neu starten. Ja, das sieht so ein bisschen besser und heller aus. So. Die Cutlass Black ist jetzt hier. Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Hier.
Na, habe ich nicht getroffen. Open. So. Also wie gesagt, wir hatten ja mit der Voyager so ein paar von den Aufträgen gemacht, die das Salvagen angehen. Und diesen Salvage-Aufträgen, die wir da erledigt haben, da können wir gutes Geld verdienen, indem wir einfach nur Salvage-Aufträge jetzt annehmen und dann die Waren, die da drin zu finden sind, dass dann die Waren, die dort von uns zu finden sind, am TDD verkaufen. Und hier vorne, da eben gehen wir mal auf den Grund. In 400 Meter Entfernung liegt ein Kasten. Schauen wir mal, was das für einer ist. Er scheint aber in der Station zu sein. Okay. Zu sein. Aus da. Mal, ob da irgendwas drin ist. Ah, nee, doch. Da habe ich mich getäuscht. Ja. So, dann einmal Geschwindigkeit runter. Raus aus dem Scan-Modus. So. ...120.000 haben wir. Wir sind jetzt im Moment bei AURL1. So, Salvage. Freelancer. Ich. Constellation. Freelancer. Fünf. Freelancer. Karte. L5 Art 12 wäre da. Nochmal in die Aufträge.
Eine Starfarer war das. Ne, nehme ich lieber mal hier die Freelancer. Probieren wir die Freelancer aus. 20.000 für den Kontrakt. Jetzt noch einmal Call to Arms an. So. Dann wollen wir da mal hinfliegen. Nächster Sprung. Wir haben also 20.000 für den ausgegeben und ich schätze mal 80.000 bis 100.000 können wir für den wohl einnehmen. Ohne dass wir das Salvagen betreiben. Quantum Drive is now off. So. Setzen. So. Noch Wobei man darauf achten muss bei der ganzen Geschichte ist, dass man da zwar dicht ranfliegt, aber das Schiff nicht anstupst oder mit zu viel Schwung dran vorbeifliegt und ihn mit den Düsen anhaucht, sodass er anfängt, sich wilde zu drehen. So, noch knappe 40 Kilometer.
Gegner sind dort nicht zu erwarten, weil das sind nicht die bösen Aufträge, wie man so schön sagt. Mit der Geschwindigkeit schon mal runter. Scannen. Bord hat nicht. Einmal Borase, einmal Laranit. Zwei Container. So, jetzt stellen wir mal Hubdüsen ein bisschen runter. Außenansicht. Drehen. Langsam. Bei mir. Also schnell kann man sich täuschen, ja. Ja, das wollte von Position sein. Engines offline. Einmal die Türen wieder zu. Kontrollieren, ob wir den Helm auch wirklich aufhaben.
Das ist auch. So. Lustig, wie neben einem hier Patronenhülsen so durch die Gegend fliegen. So. Einmal Waffe weg. Das hier sieht ein bisschen komisch aus beim Waffe. Ja, okay. So. Gehen wir mal trotzdem in das Schiff rein und gucken mal. So, schauen wir einmal I, ob wir was beim Inventar finden. Nein, nicht. Ja, das Schiff hat den Goldstatus, was das angeht, noch nicht erreicht. Weil sieht man daran, dass in den Komponenten, also dass er hier überhaupt keine Komponentenschächte hat, wo man etwas herausnehmen könnte. Da ist halt noch nichts bei dem Schiff. So, das, was wir machen könnten noch, wäre einmal auf dem Pilotensitz. So. Das. Damit haben wir die Waffen entlockt. Oh. Gehen wir doch mal hier raus. Okay. Warum geht er da in die Knie? Ne, da will er uns nicht rausgehen lassen.
mal. Drei Waffen. Krass. So, den können wir wegstecken. Ja, bin ruhig liegen bleiben. An. So, würde ich sagen, zum Verkaufen Schiffswaffenhändler. Schiffswaffenhändler. Glaube ich auf AURL1 einer. Aber wir müssen die Dinger ja auch verkaufen. Die Ladung. Probieren wir es mit der Ladung mal auf das. Und dann probieren wir da auch mal den Schiffshändler bzw. den Waffen. Ob der das nimmt. Jetzt hat es. So, und die Restmission brechen wir dann mal ab. Und dann gleich. Von der Kraft hochgestellt werden. So, Sprung. So. Einmal in die Mission rein. Vierten Salvage-Mission kann jetzt abgebrochen werden. So.
Tanken wir das Schiff gleich nochmal voll und reparieren, um mal etwas genauer zu sehen. Dann haben wir nämlich alles ausgegeben, was wir ausgeben konnten für diese Mission. Noch ein Sprung. Drumherum. Gucken wir mal einen sonnigen Anflug. Was man hier so sonnig nennen kann. Der Flughafen ist, wenn wir auf das Gebäude hier so gucken, von der oberen Spitze aus gesehen, da nach vorne. Sprich, links zeigen. Wegnehmen. Auf dem geschützten Bereich hier. Sieht man dann auch so die Schilder in der Luft hängen, die zum Flughafen gehören. Hello, and thank you for contacting EDL Landing Assist. Und eine Landeanforderung macht. Please proceed to assigned landing bay. Weg raus. Landing gear down. Warning, you are leaving a safe zone. Jetzt auch anfangen. Die Düsen umdrehen. Wenn wir Druck nach unten warning, haben. You are leaving a safe zone. Jetzt einmal tanken und reparieren den Vogel. Wenn man uns lässt, dann lässt uns nicht. Also nur
Maschine aus. Dann auf zum fröhlichen Verkauf. Gucken, was wir dafür kriegen. So, da liegen auch noch alle vier Waffen. Ich würde auch sagen, probieren wir zuerst einmal die Waffen zu verkaufen. Dafür fahren wir dann auch in den Business District. Hier steht schon wieder alles auf den Spülen. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Anstatt hier rum und zum Metro Center zu gehen, geht's hier einfach geradeaus zum Business District. Schauen wir doch mal, wie lange es dauert, bis der Zug kommt. Ah, 5 Sekunden knapp. Da ist er auch schon. So, während der Fahrzeit können wir uns mal schnell eine drehen. So, Mann, der Server läuft aber auch wirklich knackig. Next stop, Central Station. Aber okay, solange wir hier nicht abschmieren, nutzen wir ihn einfach weiter. Hoffen wir mal, dass wir heute ohne 30K durchkommen. Auch ohne weitere Probleme. Now arriving, Central Station. Please watch your step when disembarking the train. Oh ja. 14 FPS, jawoll. Es war wirklich ein FPS-Loch. Ah, hier schon mal. So, hier nach rechts runter geht's zum Showcase. Da sollten wir auch mit etwas Glück die Waffen verkaufen können. Ja.
So. Das sind... rüber. So, dann schauen wir nochmal eben. Einmal kurz rechnen, dann. Waren 6800. Erstmal Cutlass aussuchen. Dann Cell hier. So. Zuerst das Planet. Einmal verkaufen. Phase. Ich dachte, es würde mehr Gewinn geben. Wir hatten... ...20.000 auf. Das hier schien mir jetzt ein wenig ein Minus-Geschäft zu sein.
sagen. Machen wir das Ganze nochmal. Einer nochmal größer. Statt eine Freelancer nehmen wir mal jetzt eine ein für 100.000. Mehr als pleite gehen können wir ja nicht. Würde ich mal sagen. Now arriving from TISA Spaceport. Stand by and let passengers disembark before boarding. Kleiner. Ja, irgendwie erinnern mich diese Statuen immer an Planet der Affen. Arriving, TISA Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Be considerate to your fellow travelers. Do not lock doors. Auf. Ja, die FPS-Zahlen sind hier wirklich nicht schön. Was angeht, geladen hat er alles. Ich war ja eben schon hier. Wer weiß, warum der Server hier so völlig ist. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the following location. Üblich, unser Lieblingshangar. Sehr schön. So, heute, ja.
mal, ob wir hier noch was liegen haben. Karl. You are clear to launch. An. Launch complete. Thank you, and please visit again. Raster hier umstellen. Jetzt. Eins ist dafür nicht. Da. Der war bei Arc L1. Nehmen wir den doch einfach mal. Es war Drake Caterpillar. 50.000. So. Dahin zur Station. Da haben wir nochmal einen Screenshot von unserem Guthaben, was wir jetzt haben. 5.000 kostet, da Taste. So, aus.
Missionen rein. Grafikeinstellungen. Auch mal. Ja, bei der können wir ein paar Waffen mehr abbauen. Und auch ein bisschen größere. Die nehmen wir diesmal auch alle mit. Um dann mal zu schauen, wie viel es am Ende wirklich ist. Also ich kann mich da vorhin vertan haben. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass wir da ein kleines Minus gemacht haben. Also und nächster Sprung. Auf den Weg nicht ganz festlegen. Wie man so schön sagt, da müssen wir dann zu Fuß hinfliegen.
einmal scannen. Jetzt sag nicht, du bist leer. Ja, das könnte ja so richtig Eingriff ins Klo jetzt gewesen sein. Oh Mann, oh Mann. So, Dinge. Machen wir das Scan mal ganz aus. Machen es nochmal an. Na, er sagt, er hätte nichts gefunden. Das wäre ja blöd. So. So, dann gehe ich erstmal ins Schiff rein und untersuche es ein. Lampe aus.
kann ich hier was sehen, ob der da was drin stehen hat. Der hat tatsächlich nichts drin. Verdammte Axt. Das war dann wohl ein Griff ins Klo, wie man so schön sagt. Okay. Dann kann ich hier noch alle Waffen abbauen und die verkaufen und versuchen Komponenten. Eben halt alles, was geht. Alles auf Unlock. So, jetzt. Set. Da sollte er sich nun wirklich nicht hinsetzen. Die Frage ist, wo hat er die Komponente verbaut? Bei meinem Glück ist das Schiff natürlich noch nicht in einem Goldzustand. Geh mal, ob sowas drin ist, Vehikel. Und dann da drin ist. Nun ja. Die vorderen Dinger lassen sich auch nicht abbauen. Ich
Das hier wird ein echtes Minusgeschäft. Das ist jetzt nur noch Startminierung.
Schwanz Schreckliches. Aber vollkommen weg. Ein Komponentenkasten. Auch immer auf. Wenn man hier irgendwie öffnen. Ja, nee. Nix, nicht meine Kiste. Ich krieg die Krise. Ja, für die Waffen kriege ich keine 50.000 raus. Ah, übrigens. Ah. Oh. Vier. Zack. Aber wirklich.
Hier auf der Station gab es, glaube ich, einen Waffenladen. Probieren wir es einfach mal. Station. Ja, das war ein richtig schöner Satz mit X. Mit Barbel X. Da werden wir jetzt fett gemacht haben. Please proceed to assigned landing bay. Hello, and thank you for contacting EDL Landing Assist. Please proceed to assigned landing bay. Landing complete. Landing complete. Have a pleasant stay. So. Dann schauen wir da noch mal nach. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Betrüblich, betrüblich, betrüblich. So, tun wir den Auftrag mal. Abbrechen. Oh ne, wie viel haben wir? Ja.
Und ich meinte auf der Galerie Wahl. Schiffswaffenhändler. Kann mich aber auch täuschen. Da war einfach nichts. Normale Waffenhändler. Schauen wir doch mal oben. Arme Kneipe. Soll ich mich ja tatsächlich getäuscht haben? Und es gibt keinen. Hier ist der Bereich. Ja, versuchen wir es mal. Versuchen wir es hier mal. Da haben wir noch nichts. Mal. Ich denke aber auch mal nichts. Hi, welcome. Nö, die wollen dann nur speziell ihre eigenen Klamotten. Heißt also, ich kann einmal mit den Waffen wieder hin mit dem Schiff irgendwo hinfliegen zu einem Waffenhändler. Ah, das ist ja wunderbar. Ja, da hat man so gute Laune dann, dass man am liebsten das Schiff jetzt einfach sprengen würde. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Stand by. Vehicle has been delivered to the following location. Das ist echt die Frage, warum? Haben die da schon irgendwann wieder was zwischendurch geändert? Ich weiß.
Vor zwei, drei Wochen ging es noch. You are clear to launch. Thank you, and please visit again. So, nochmal scannen. Hast du Ware an Bord? Machen wir die Sternkarte auf. So. Da wir ja schon hier bei Arkop in die Nähe sind, fliegen wir auch nach Arkop, würde ich sagen. Beziehungsweise ja, Arkop Area 18 ist das, meine Area. Traurig, traurig. Da haben wir heute mal richtig in die Geldvernichtungsmaschine gegriffen. Neuer Sprung. Na komm. Drive is now off. Oh, da ist er ja.
Da muss er sein, weil da sind die Hochhäuser. Ja, da hinten kommt er ja langsam in Sicht. Runter und please proceed to assigned landing bay. Moment, mal ausmachen. Ich kann ja den Traktorbeam nicht benutzen. Aber hier scheint es eine Karte Speck zerlegt zu haben. Jetzt. Nee, aber ein anderes Breakschiff, die Vulture. So. Fahrwerk raus. Einmal Schiff reparieren. Gibt's doch nicht. Okay, Maschine raus. Aufsteigen. Hallo? Oh, es ist nicht wahr, ne?
alle Waffen rausgebackt. Und dann auch noch vom Pech. Erst keine Ladung der Frachter. Dann gönnt er uns nicht einmal die Waffen zu verkaufen. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Habe ich auch vorhin nicht drauf geachtet. Please visit us again. Goodbye. Nach der Glen Station, wie sie da heißt, da waren sie schon weg. Stimmt, da habe ich sie gar nicht. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the game. Da brauchen wir gar nicht weiter versuchen. Die sind weg. Ja, vom Pech verfolgt. Aber mal so richtig. Schiff gestort, die Waffen weg. Da muss ich dann nachher tatsächlich mal im Video kurz nachgucken, zu welchem Zeitpunkt sie schon weg waren. Ja klar, jetzt auch noch Major Torque Imbalance. Oh, das ist natürlich so, ey. Thank you. And please visit again. Kann ich dann erst auch mal 10.000 Reparatur ausgeben? Ja, wie man so schön sagt, es war heute nicht von Erfolg gekrönt.
bei St. Kurz nach Hörsten hin. Ja. Von gut 150.000 auf 60.000 runter in 2 Stunden. In der Freelancer war was drin, aber nicht genug. Komisch war, dass in der blöden Caterpillar ja so gar nichts drin war. Und dass dann auch noch oben und on the top die Waffen auch noch. Ja. So. Da fragt man sich, warum? Aber egal. Dann zu weit weg. Wieder Magda, dann nehmen wir den doch mal an Track. Thank you.
Dann können wir dann gleich dort clearen. Was haben wir da denn an Bord? Quantum Drive is now off. Hallo. So. Geht da mal gucken. Beides Cross-Section-Raketen. Geben wir mal die Zielunterstützung damit rein. Ist nicht wahr. Lol. Macht keine Raketenaufschaltung. Da unten haben wir was. Richtig.
landing gear down. Okay. Ganz was Neues. So, jetzt probieren wir doch mal das Reparieren. Na komm. Los. Entweder ist er weggeflogen oder despawned. Keine Ahnung. Ich gehe als erstes mal nach einem Control. Storage. Nehmen wir mal alles mit. War noch irgendwie Laranit. Ich glaube, der hat hier alles durchgelootet.
Jo, der war wohl auf großer Looting-Tour. Den einen Kasten übersehen. Bringt meines Erachtens nicht so viel. Gehen wir noch mal rein und gucken. Launch complete. Landing complete. Funktioniert ja auch wieder nicht. Der einfache Vehikel. Das ist live.
Passt doch ein bisschen besser zu. So, mal. Jo. Da haben wir dann mit. Komm, geh auf. Also ich bin mir sicher, es war Larani und nicht Agrizium oder sowas. Müsste dann auf Ariel gewesen sein. Aztec und Latan, genau. Gehen wir mal Aztec an. Können wir dort looten. Und gleichzeitig vielleicht machen wir da noch ein bisschen Plus mit. Die gehen wir da einmal nach Fracht transportieren. Sollten da irgendwelche Piraten oder sowas unterwegs sein, kann man ja immer noch einfach mal auf Looten stellen. Einfach mal probieren. Dürfte wahrscheinlich kaputt sein. Waffenlevel 1 hat sie an. Ups. Das ist aus.
aus dem Fahrwerk kommen. Docking denied. Landing gear down. Ist dann besser. Ja. Engines offline. Oh, eine tote Leiche. Schauen wir doch mal da rein. Ja. Laranit. Wow. Ja. Mit anderen auch mal eben ab hier. Damit sich das Looten zumindest lohnt.
macht das Ganze zwar ein bisschen gefährlicher, aber egal, wenn wir auf Null sind, sind wir auf Null. Sollte dann heute halt nicht unser Tag gewesen sein. Gar nix. Rückwärts raus. Da haben wir doch was. Moment, hier. Eine Waffenkiste. War wahrscheinlich wieder ohne Waffen. Aber mit Rucksack. Ja, okay. Was ist der Druck? Ja, wunderbar. Sehen wir dann zwar aus wie ein gunter bunter Hund, aber egal. So, da war das, aber das war da ganz drüben. Vollkommen geplättet. Eine Aurora. Hat jemand sein Hoverquad aufgewickelt? Okay, damit haben wir dann hier so einigermaßen abgespaut.
das auch nichts zu mitnehmen. Ja, dann fliegen wir doch mal zum TDD, um das Ganze zu verkaufen. Los. So, jetzt alles ins Vehikel. Rein. Leer. Den Notfall. So. Raketenwarnung. Engines online. Launch complete. Halber Sprung. Sortieren. Mein Orbel. Hoffen wir doch mal, dass es klappt. Thank you.
hoffe jetzt mal, dass nicht so schade. Weil das ist jetzt dann doch ein bisschen ungewöhnlicher als sonst. Okay. Nee, nicht zu sehen. Und während des Sprungs nochmal. Schon wieder so. Was soll denn schon groß passieren, außer dass wir gleich vollkommen pleite sind? Ah, Risiko. Ja. Nochmal. Was ist hier los? Warum? Okay. Ja, neutral. Versuchen wir mal höchstens so anzunehmen.
Okay. Ach ja, Lorville, wir kommen. Es geht schon mal diesmal nach unten. Landing complete. Have a pleasant stay. Maschine aus. Mal die Ladung da. Lass mal alles Schiff drin.
hier wieder grottigste FPS auf dem Server. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit the ASOP Vehicle Retrieval System. Jetzt wieder in den Business District. Was? Verspätung? Gibt's doch nicht. Hatte die Bahn einen leichten Desync? Wie bitte? Und das ist doch jetzt nicht wahr. Gleich, wenn das runtergelaufen ist, dann steht er mit mal 2 Minuten oder was? Ich bin die Krise hier heute. Now arriving. Stand by and let passengers disembark before boarding. And dangerous offense. Das hat er vorhin schon mal gesagt. Ey. Mann. Next stop, Central Station. Definitiv nicht mein Tag im Büro. Verluste. So nach dem Motto, ja, was du mit den anderen Schiffen gewonnen hattest, mit dem Salvagen, das hast du heute auf einen Schlag wieder verloren. Now arriving. Central Station. Please watch your step when disembarking the train. Könnte sein, dass der Server einfach nur ja insgesamt nicht wollte. Weil wie gesagt, ich hatte bis jetzt noch nicht irgendwo gehört, dass die Caterpillar keine Fracht an Bord haben soll, weil für den Preis, ja, da sollten sie doch ein bisschen was haben. Außerdem, warum jetzt ihr Glied Long? Auch irgendwie ein bisschen hoch. Ich schieb das alles mal auf diesen Server. Ja, wie ich eingeloggt hatte und gesehen habe, dass der nicht so die tolle Performance hat. Da hätte ich wahrscheinlich einfach einen anderen Server. So, Cell und das Schiff. So.
waren sowas um die 54 Zell von Firmen. Das Ganze akzeptieren. Jetzt sag nicht, dass das Geld im Javana verschwunden ist. Nein. Okay. Gut 10.000 Gewinne gemacht. Ja. Ja, jetzt haben wir es auch schon gleich wieder 2 Uhr. Aber eigentlich auch egal. Die schönen dicken Kniften hier. Na, ein über die Rübe ziehen, den Anzug klauen. Ja. Hello, and thank you for contacting EDL Landing Assist. Warum gibt ihr mir jetzt zwischenzeitlich noch diesen Text? Also, ich verstehe es nicht. Please proceed to assigned landing bay. Tja. Ja, ich würde sagen, wir fliegen, also ich fliege den Vogel jetzt noch einmal hoch nach Everest Harbor. Und dann heißt es Feierabend. Ich bin jetzt schon gerade genauso verwirrt wie das Spiel. Jetzt sind wir dran. Landing complete. Have a pleasant stay. Der ist an irgendeiner schwindigen Schleife drin. Wer weiß, was der hat. Now arriving from TISA Spaceport. Stand by and let ja, und da stehen wieder die Figuren auf Planet Affen. So. Einmal zum Raumhafen, bitte. Spaceport. Leere Flasche Wasser hat er. Okay.
Now arriving, TISA Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Person Security reserves the right to search travelers at any time. Hier ist auch irgendwas nicht so wirklich in Ordnung gekommen. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Welcome. Hallo? You are clear to launch. To the ASOP Vehicle Retrieval System. Please visit us again. Goodbye. Vehicle selected. Your vehicle has been delivered to the following location. Please visit us again. Ja, das hat sich heute so richtig schön gelohnt. Knappe 100.000 in die Tonne. Schiff auf 9. Ja, da würde ich sagen, da heißt es nächstes Mal ein bisschen ballern, ballern, ballern mit der Aurora. Einmal Everest, aber bitte.
Landing Gear up. Proceed to assigned landing bay. Landing gear down. Mal gucken, ob wir landen können, bevor uns die Security erwischt. Weg ist draußen, okay. Gedanken wird der Vogel nicht mehr. Lohnt sich nicht. Aber beim nächsten Mal ist er sowieso weg. Na komm, einmal so. Einmal mit I alles raus, wie Hinkel. Lokal, Move All. Personal. Equal. Okay. Eine Mettpistole haben wir noch nicht, aber okay. Nur die eine auf dem Rücken. Hängt auch noch falsch rum. Mein Vehikel. Was? Okay. Egal.
Damen. Jetzt geht's wieder los hier. Okay, damit haben wir dann zumindest auch ein Tool. Ja, Cutlass Black, du hast mir heute nicht wirklich Glück gebracht. Aber egal. An manchen Tagen verliert man, an anderen Tagen hat man schon längst verloren. Aber okay, wir haben ja ein bisschen Equipment dazu. Ja, was das heißt, wir haben jetzt gute 3 Stunden 11 Minuten gestreamt, 2 waren geplant, es war ein guter Gewinn geplant, daraus ist ein großer Verlust geworden und ja, aber irgendwie Spaß hat es trotzdem gemacht. Ja, man kann dem Spiel